So, jetzt bin ich mal ganz still. Dieser Wald ist voller Leben, wenn man versucht zuzuhören. Ich weiß, ich mache es jetzt ein bisschen der Mary nach, aber wenn man mit jemandem befreundet ist, ist das kein großes negatives Denken, sondern positiv. So, jetzt bin ich mal ganz ruhig. Und wie ich so wanderte, durch Waldesrauschen, konnte ich den Vöglein lauschen. Die von des Bäumes Wipfel sangen und dieser Gesang an meine Ohren drangen. Oder dieses Singen an meine Ohren drangen. Und wenn man schaut, das sind so kleine Butterblumen. Wenn man die genau anschaut, sind die auch schön. Jedes Gras ist schön und kann nie mit einer gezüchteten Rose verglichen werden. Und so sehe ich auch die Menschen. Für die einen sind die kleinen Wiesenblumen wunderschön. Für die anderen, da müssen es Orchideen sein. Und den einen gefällt ein kleinerer Mensch, den anderen gefällt ein größerer Mensch, den einen gefällt blonde Haare, dem anderen gefallen dunkle Haare. Einer möchte Frauen mit 1,70 Meter oder 1,80 Meter. Der andere ist glücklich, weil er eine Frau hat mit 1,55 Meter, eine zierliche kleine Puppe. So, und das möchte ich jetzt eigentlich hiermit sagen, dass man eigentlich jeden annehmen muss und soll, wie er ist. Und nicht immer suchen nach irgendwelchen negativen Punkten. Denn jeder Mensch hat positive Seiten. Und jeder Mensch hat negative Seiten. So, und es wird hier ziemlich dunkel. Noch ein bisschen zwitschern. Und jetzt bin ich gleich an der Burg. Jetzt trinken wir Kaffee.